Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, ich habe ja in meinem Teaser angekündigt, dass ich das erste Video bringen werde zum Thema Ausgebiete. Und hier ist es. Es geht um die Provinz Schlesien. Eingangs will ich ganz kurz was generell sagen. Die Ostgebiete geraten immer mehr in Vergessenheit. Deswegen muss darüber mal gesprochen werden. Wir behalten sie in Erinnerung. Wir wollen, dass sie ein Teil von Preußen bleiben. Und deswegen diese Videoreihe, um der Ostgebiete zu gedenken, um das einfach wieder ins Bewusstsein der Menschen zu rufen, dass wir wissen, da ist ein kulturelles Erbe vorhanden und deswegen habe ich mich für diese Videoreihe entschieden. So, heute geht es um Schlesien. Schlesien, das ist das Gebiet, was östlich von Sachsen liegt. Das seht ihr hier, das ist hier rot markiert. Das ist der Landstrich hier unten im Südosten. Und das ist ein Land, was eine sehr bewegte Geschichte hat. Das muss ich vorweg sagen. Denn es war nicht immer preußisch, nicht von Anfang an. Ja? Es galt ursprünglich mal als österreichisches Gebiet und es gab um Schlesien insgesamt drei Kriege zwischen 1742 und 1763. Friedrich II. Spielte da eine ganz große Rolle, der damalige preußische König, Friedrich II. Oder auch Friedrich der Große oder einfach der alte Fritz, wie ihn viele genannt haben. Ich will jetzt aber gar nicht zu sehr auf die österreichische Zeit eingehen. Wir reden ja schließlich hier über Preußen, um die preußische Provinz Schlesien und deswegen das, was davor war, wollen wir uns einfach mal schenken. Denn das würde den Rahmen sprengen. Wenn wir uns die Situation heute mal anschauen, dann stellen wir fest, dass Schlesien im Moment aktuell in drei Staaten oder besser gesagt zu drei Ländern gehört. Ja? Wir sehen hier auf der Karte einmal die Bundesrepublik Deutschland, wir sehen die Republik Polen und wir sehen die Tschechische Republik. Und da sieht man hier ganz deutlich, dass der größte Teil Schlesiens zum heutigen Polen gehört. Hier vorne in der BRD ist noch ein kleiner Zipfel, das ist dem heutigen Bundesland Sachsen angeschlossen. Das ist die Gegend so um Hoyerswerda bis nach Görlitz runter. Unten in der Tschechischen Republik haben wir auch noch mal einen kleinen Teil von Schlesien. Das ist das Gebiet, was nach den drei schlesischen Kriegen bei Österreich verblieben ist. Ja, denn wir wissen ja, heutige Tschechische Republik ist ursprünglich Böhmen und Mähren. Und der Teil von Schlesien, der auch heute noch zur Tschechischen Republik gehört, liegt im mährischen Teil des Landes. Deswegen spricht man da auch von Mährisch-Schlesien. Hier sieht man nochmal ein ähnliches Bild, ein bisschen größer. Hier können wir nochmal sehen, hier vorne ganz im Westen von Schlesien, der Zipfel, der heute noch zur BRD gehört. Dann hinten dran diesen großen länglichen Teil im Südwesten von Polen und ganz hier unten hier im Nordosten von Tschechien, das ist das Gebiet, was wie gesagt noch heute zu Tschechien gehört. Ich komme noch mal auf das Bild kurz zurück, ja, denn wir sehen hier, es liegt hier in dem Grenzgebiet. Hier haben wir eine frühere Karte vom Deutschen Reich beziehungsweise auch von den einzelnen damaligen deutschen Bundesstaaten. Hier ist Preußen. Das, was hier etwas heller ist, das ist alles Preußen. Und Schlesien
wissen wir ja, ist eine preußische Provinz gewesen und es lag hier in diesem Grenzgebiet zum damaligen Österreich-Ungarn. Und hier an der Grenze hier verlaufen die Sudeten. Das ist so ein Gebirgszug, der unwahrscheinlich groß ist und der stellt ja auch, wie gesagt, heute noch so das polnisch-tschechische Grenzgebiet dar. Zur damaligen Zeit war es das Grenzgebiet zwischen Preußen und Österreich oder aber zwischen dem Deutschen Reich und Österreich. Aber wir wollen einfach mal bei Preußen in dem Fall bleiben. Dazu zeige ich euch jetzt auch mal die ersten Bilder, denn das ist wirklich ein sehr schönes Gebirge. Es ist unwahrscheinlich weitläufig, ja. Wenn man da oben ist, ich bin ja selbst schon dort gewesen, denn Schlesien ist die Heimat meiner Vorfahren väterlicherseits. Ihr habt einen unwahrscheinlichen Weitblick, je höher ihr geht, ja. Und da spielt es auch keine Rolle, ob ihr auf der tschechischen oder der polnischen Seite seid. Es ist ein unwahrscheinlich schönes Gebirge, es ist unwahrscheinlich viel unbelassene Natur. Und hier habt ihr so ein Beispielbild, wie es in den Bergen aussieht, im Riesengebirge. Im Riesengebirge selbst gibt es aber auch nochmal ein paar Eckpunkte, an denen man sich orientieren kann. Ein paar Sehenswürdigkeiten, auf die gehe ich gleich ganz kurz ein. Das hier zum Beispiel, das ist was ganz Besonderes. Das ist der Eingang zur Adersbacher Felsenstadt im Riesengebirge. Da muss ich dazu sagen, dass das auf der tschechischen Seite liegt. Ja, also müsst ihr euch mal vorstellen, ja, diese riesigen steilen Felsen und dieses Tor da vorne, na, das hat schon was, ne? Und dann der begehbare Weg. Hat so ein bisschen was von Herr der Ringe, wie ich finde. Ne, erinnert so ein bisschen so vom Eingang her an so eine Zwergenstadt, so die Mauer und der Torbogen, ist so ein bisschen was Mystisches. Da haben wir jetzt noch ein Bild von der Adersbacher Felsenstadt. Das ist eine Aufnahme, wo jemand mitten in die Berge reinschaut. Ja? Und ihr müsst euch das da so vorstellen, ihr kommt da rein und ihr habt da viele Trampelpfade, viele geebnete Wege. Muss auch sein, sonst könnt ihr euch da drin gar nicht frei bewegen. Es sind sehr steile Felsen, unwahrscheinlich hohe Felsen. Von daher muss das Ganze schon so ein bisschen gestaltet sein, dass man sich da drin auch frei bewegen kann. Da gibt es auch viele Brücken. Ja, oder auch Leitern, wobei ich da sagen muss, das würde ich euch nur dann empfehlen, wenn ihr gut zu Fuß seid. Also wenn ihr ein bisschen älter seid, Schwierigkeiten beim Laufen habt, dann würde ich euch nicht empfehlen, da zu tief reinzugehen. Schaut es euch an, so gut ihr könnt. Ja, alleine der Eingang ist schon sehenswert. Ja, das ist was völlig anderes wie als wenn man das jetzt auf Bildern sieht, wobei die Bilder sind schon imposant. Also ich kann euch sagen, wenn ihr vorhabt, eine Rundreise im Riesengebirge zu machen, dann schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ja, das ist eine Reise wert, das mal gesehen zu haben. Was ihr auf dem Bild hier seht, ist der sogenannte Pantschefall. Das ist eine Stelle, in der habt ihr einen Blick in ein Riesental, ja, das ist auch unwahrscheinlich hoch, unwahrscheinlich weitläufig, ja, also man kommt dahin und der Blick, das Panorama, das ist traumhaft, ja, das ist märchenhaft. Also der Pantschefall, auch da muss ich euch sagen, wenn ihr ins Riesengebirge kommt, schaut euch das unbedingt mal an, das müsst ihr gesehen haben. Das, was ihr auf dem Bild hier seht, ist die Schneekoppe. Das ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer Ort, denn zum einen ist es der höchste Gipfel auf dem Riesengebirge, zum anderen ist es genau die Grenze zwischen Polen und Tschechien. Das heißt, es ist auch ein Touristenmagnet, ein Touristenknotenpunkt, wo auch viel Durchgangsverkehr ist.
bei Touristen. Ja, das heißt, die, die von der polnischen Seite hochwandern, gehen nach Tschechien rüber und die, die von der tschechischen Seite kommen, laufen nach Polen rüber. Und da oben auf der Schneekoppe sind ein paar Touristenläden. Und da kann ich euch mal eine persönliche Anekdote aus meinem Leben erzählen, weil wir sind da oben gewesen und mein Vater wollte in so einem Touristenladen eine Postkarte. Ich meine, es ist eine Postkarte gewesen, wollte er da kaufen. Und das war auf der tschechischen Seite. Ja, wir sind über die polnische Seite hoch. Und ja, der Besitzer in dem Laden da, war damals so, wie es heute ist, weiß ich nicht. Aber der hat damals nur tschechische Kronen akzeptiert. Meine private Meinung ist die, das ist halt ein bisschen blöd, wenn man da so stur ist, ja. Wenn man genau weiß, da sind Touristen, die von beiden Seiten kommen, wenn man dann nur die eine Landeswährung akzeptiert, obwohl da beide Gebiete direkt aufeinander stoßen. Aber gut, muss jeder für sich selbst wissen. Wie gesagt, ist der höchste Gipfel vom Riesengebirge. Es sind immer unwahrscheinlich viele Touristen da, wie man auch hier auf dem Bild sehen kann. Und da gehen auch, wenn ich mich richtig erinnere, da gehen auch Lifte hoch. Also ihr könnt ein Stück mit Liften hochfahren, es sind aber auch unwahrscheinlich viele Wanderwege da. Das hier ist der Rübezahl. Das ist der Berggeist des Riesengebirges, um den ranken sich zahlreiche Mythen, Legenden, Sagen. Es soll Wanderer im Riesengebirge geben, denen der erschienen ist. Kann man jetzt davon halten, was man will. Aber wenn man im Riesengebirge ist, wird man überall ja, diese großen Holzfiguren finden. Die sind auch ein bisschen, also die weichen auch von der Gestaltung ein bisschen voneinander ab. Zum Rübezahl, da gibt es auch Filme, die da verfilmt worden sind. Das sind so Märchenfilme. Und wenn man von dem Riesengebirge spricht, dann kommt man einfach um den Rübezahl nicht drumherum. Das ist noch ein Bild vom Rübezahl. Ja, das kann auch so aussehen. Ich habe ja gerade gesagt, die Darstellungen sind da sehr unterschiedlich. Ich habe auch Bilder gesehen von dem Rübezahl, die die an so ein Indianertotem erinnert haben oder aber auch an ein Tier, was aufrecht geht. Das war in dem Fall, waren das hirschartige Tiere, also sprich wie so ein Hirsch, der aufrecht geht, so ein bisschen in Menschengestalt. Auch kulinarisch hat Schlesien einiges zu bieten. Es gibt jede Menge Rezepte, die auch heute noch in der deutschen, polnischen und tschechischen Küche vorhanden sind, die ihren Ursprung in Schlesien haben. Das, was wir hier sehen, das nennt sich Schlesisches Himmelreich. Das ist nicht jedermanns Sache, man muss es mögen. Und zwar ist das ein Gericht, wo ein Rauchfleisch, also kann Kassler sein, das kann Bauchfleisch sein, das kann Schinkenspeck sein, das kann aber auch ein Prager Schinken sein, also dieses typische Rauchfleisch, was zusammen mit so einer süßen Soße, die mit Dörrobst gekocht wird, serviert wird. Dazu isst man in der Regel schlesische Knödel. Es können aber andere Beilagen sein. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Weil ich gerade gesagt habe, schlesische Klöße, das sind die hier. Das ist eine Varietät von Kartoffelknödeln, die ihren Ursprung in Schlesien hat. Ist so eine typische schlesische Beilage. Das ist eine Liegnitzer Bombe. Das ist ein lebkuchenartiges Gebäck, was über Weihnachten meist gemacht wird. Ja, gibt es auch noch mal unterschiedliche Rezepte, aber auch das hat seinen Ursprung in Schlesien. Ja, es ist sehr gut, es ist aber auch sehr üppig. Ja, das ist jetzt so ein bisschen was über die Küche gewesen. Ich will jetzt aber noch mal was anderes zu Schlesien sagen.
und zwar so ein bisschen zur Bevölkerung. Schlesien ist schon immer ein Land gewesen, in dem es ja Deutsche, Polen, vereinzelt auch Kaschuben gab, wobei die Kaschuben deutlich in der Minderheit waren. So. Die Polen, die in Schlesien angesiedelt waren, zu Zeiten Preußens, das war hier unten so dieser südöstliche Bereich. Ja? Das ist auch der Teil gewesen, der später als Oberschlesien bezeichnet worden ist. Während hier im Westen, Nordwesten des Landes, der war zur damaligen Zeit überwiegend deutsch besiedelt. Und dementsprechend wurden in Schlesien auch ganz unterschiedliche Sprachen gesprochen. Es wurde Deutsch gesprochen, es gab verschiedene schlesische Dialekte, gibt es heute noch, aber die sind quasi vom Aussterben bedroht, dadurch, dass die allermeisten Deutschen direkt nach dem Zweiten Weltkrieg aus Schlesien vertrieben worden sind. Neben den vielen deutschen Dialekten, die es dort gab, gab es auch einen speziellen polnischen Dialekt, das sogenannte Ślązakische. Ślązakisch wird auch heute noch dort gesprochen und das ist, ja, wie soll ich denn sagen, das ist ein polnischer Dialekt, der in vielen Stellen ganz stark vom Standardpolnischen abweicht. Es sind teilweise Worte drin, die aus dem Deutschen kommen. Es sind Worte drin, die komplett aus dem Deutschen übernommen worden sind. Es sind aber auch Worte drin, die quasi einen deutschen Ursprung haben, aber dann irgendwann in so eine polnische Schreibweise, polnische Redensart umgemünzt worden sind. Es sind aber auch völlig eigene Worte drin. Natürlich sind auch Ausdrücke aus dem Standardpolnischen drin. Das ist ja ganz klar. So, und weil es diese Unterschiede gibt, einmal hier im Südosten des Landes und einmal hier im Westen, Nordwesten oder mittleren Bereich des Landes, wurde Schlesien in der Weimarer Republik, also nach dem Ersten Weltkrieg, als aus dem Königreich Preußen der Freistaat Preußen wurde, in zwei Provinzen aufgeteilt. Das heißt, das, was früher eine Provinz war, wurden dann später zwei Provinzen, nämlich einmal Niederschlesien und einmal Oberschlesien. Niederschlesien, das ist hier der westliche und mittlere Bereich gewesen, der eher deutsch besiedelt war. Das ist hier die Flagge. Das ist übrigens auch die Flagge der früheren preußischen Provinz Schlesien gewesen. Die hat man dann quasi auf Niederschlesien dann übernommen. Das hier ist die Flagge des Südostens, also von Oberschlesien. Die Teilung in Niederschlesien und Oberschlesien war eine Folge des Ausgangs des Ersten Weltkriegs. Denn der südöstliche Teil Schlesiens, also das, was dann zur Provinz Oberschlesien wurde, war zu einem Großteil polnisch besiedelt, vor allem der Osten des Südostens, also Ostoberschlesien. So wurde das tatsächlich auch genannt. Also das ist kein Ausdruck von mir. Das betraf bestimmte Landkreise in Oberschlesien, bestimmte Städte, die dann direkt nach dem Ersten Weltkrieg schon zu Polen gekommen sind. Es gab aber auch Volksabstimmungen, ja, ob die Menschen, die in Oberschlesien gelebt haben, ob die nach wie vor zu Preußen gehören wollen oder aber zum neu gegründeten Staat Polen. Bei Oberschlesien hatten wir das Problem,
dass es ein sprachliches Mischgebiet war. Ja? Deutsch, die deutsche Sprache war zu etwa 40% dort vertreten, ja? Und das hat natürlich nach dem Ersten Weltkrieg zu massivsten Unruhen geführt. Ja? Es gab in Oberschlesien mehrere Aufstände, ja? Es waren insgesamt drei bewaffnete Konflikte, die da stattgefunden haben. Das Ganze fand im Zeitraum zwischen 1919 und 1921 statt. Da empfehle ich euch, macht euch mal über den Namen Wojciech Korfany schlau. Wojciech Korfany war seinerzeit erst Reichstagsabgeordneter im Deutschen Reich, ja, später dann nach dem Ersten Weltkrieg ein polnischer Freiheitskämpfer und war dann auch ein bedeutender polnischer Politiker. Ich meine, er ist sogar auch polnischer Ministerpräsident damals gewesen. Will ich jetzt nichts Falsches sagen, Präsident oder Ministerpräsident? Jedenfalls, er war dann in dem neu gegründeten Polen ein sehr hohes Tier und über den Namen könnt ihr euch mal schlau machen. Jetzt war es aber auch so, dass bedingt durch die Unruhen, durch den hohen Anteil an Polen in Oberschlesien, natürlich auch durch die bewaffneten Konflikte, es zu einer Volksabstimmung in Oberschlesien kam. Und die fand am 20. März 1921 statt. So. Jetzt war es überraschenderweise aber so, dass ja, ein bisschen über 59%, ich meine, es waren 59,6% der Bevölkerung für den Verbleib bei Preußen gestimmt haben. Und um die 40% waren es, die wollten, dass Oberschlesien zu Polen gehört. Die Zahlen machen ganz deutlich, dass die, ja, dass die Spannungen, die es in Oberschlesien gab, natürlich nicht besser wurden, ja, sondern es war eine Spaltung in der Bevölkerung vorhanden zwischen Deutschen und Polen. Und diese Spaltung, diese Unruhen haben sich beide Staaten zunutze gemacht. Die deutsche Seite, vor allem in der Zeit, als Adolf Hitler dann schlussendlich an der Macht war. Dass die Polen, dass das damals auch keine Unschuldsengel waren, das ist klar. Und die Situation, die hat sich natürlich immer mehr hochgeschaukelt. Und irgendwann war da auch von keiner Seite mehr irgendein Interesse vorhanden, dass die Situation deeskaliert wird. Das heißt, der neu gegründete polnische Staat hat die Situation in Oberschlesien natürlich gezielt befüttert, ja. Die Freischärler, die in Oberschlesien waren, ja, die müssen ja irgendwie zu ihren Waffen gekommen sein. Und es gibt viele Augenzeugen, es gibt ganz, ganz viele Augenzeugen, ja, die sagen, ja, der polnische Staat hat zur damaligen Zeit natürlich nicht offiziell, aber unter der Hand, über Mittelsmänner, ja, über illegale Schleuser einfach Waffen ins damalige Deutsche Reich nach Oberschlesien reingeschmuggelt und da die polnischen Freiheitskämpfer unterstützt. Jetzt hatte die, ja, es hatte die damalige deutsche Regierung zur Zeit der Weimarer Republik sich mehrfach hilfesuchend an den Völkerbund gewendet. Die haben da aber so ein bisschen halbherzig drauf reagiert. Und das ist einfach das, was die sich anhören lassen, was die sich gefallen lassen müssen, ja, weil so ein Verhalten von Gleichgültigkeit, denn es gab da auch immer Tote und Verletzte, das darf man nicht vergessen. Bei diesen Aufständen, die da stattgefunden haben, gab es auf beiden Seiten, sowohl bei den polnischen wie auch bei den deutschen,
Tote und Verletzte. Und es ist, wie gesagt, so, dass die Regierungen des Deutschen Reiches sich mehrfach hilfesuchend an den Völkerbund gewendet haben und der Völkerbund das aber ja so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat, das Ganze ein bisschen ja sehr halbherzig behandelt hat. Und das hat natürlich Extremisten wie dem Hitler und anderen, ja, das hat denen natürlich Tür und Tor geöffnet. Ja, denn die haben sich wieder auf diese Situation, auf dieses Sprengstoffpotenzial, was da vorhanden war, draufgestürzt wie die Aasgeier, ja, haben den Konflikt ihrerseits nochmal weiter befüttert. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat ja dann auch letzten Endes zum Anfang des Zweiten Weltkriegs geführt. Ja, wir hatten ja damals zum einen die Stuka-Angriffe im Westen der damaligen Polnischen Republik bei Oberschlesien und fast zeitgleich den Angriff der deutschen Kriegsmarine auf die damals freie Stadt Danzig. Da kommen wir aber dann drauf, wenn wir von der Provinz Westpreußen reden. Es ist, wie gesagt, massives Sprengstoffpotenzial vorhanden und beide Seiten, sowohl die Seite des Deutschen Reiches wie auch die Seite des polnischen Staates, haben in keinster Weise irgendetwas zu einer Deeskalation beigetragen. Es wurde auf beiden Seiten immer mehr Öl ins Feuer gegossen und dadurch hat man natürlich diesen blutigen Konflikt erzeugt. Interessanterweise war das zu Zeiten des Königreichs Preußen nie ein Problem. Ja? Die Polen konnten, also die Polen, die im Königreich Preußen gelebt haben, nicht nur in der Provinz Schlesien, sondern auch in den anderen östlichen Provinzen, ja? Die konnten ihre Sprache behalten. Ja, die konnten ihre Kultur behalten. Die waren in die, ja, in die Gesellschaft des preußischen Staates voll integriert. Die hatten die gleichen Rechte und Pflichten wie alle anderen auch. Ja, jetzt ist wie gesagt der Zweite Weltkrieg ausgebrochen und jetzt hatten beide Seiten natürlich auch noch diese Auseinandersetzungen, diese Konflikte, die es da im Vorfeld gab, im Kopf. Das heißt, die deutsche Wehrmacht wie auch die Waffen-SS haben sich in Polen aufgeführt wie die Axt im Wald. Das kann man nicht anders sagen. Ja? Und es sind auch dann völlig zu Recht Angehörige des Nazi-Regimes für die Verbrechen, die während dem Polenfeldzug begangen worden sind, verurteilt worden. Im Umkehrschluss gab es dann aber auch, nachdem der Krieg zu Ende war, massivste Racheaktionen von Polen an deutschen Zivilisten. So. Das heißt, noch bevor die eigentliche Vertreibung stattfand, kam es zu massivsten Schikanen der preußischen Bevölkerung innerhalb Schlesiens, wie natürlich auch der anderen Ostgebiete. Und es war beispielsweise so, dass die deutscher bzw. preußischer Herkunft waren, dass die ähnlich wie vorher die Juden eine äußerliche Erkennung tragen mussten. Wenn sie die nicht hatten und dann erwischt worden sind, dann wurden sie schwerst bestraft. Also da haben drakonischste Strafen gedroht. Das heißt, die sind so ein bisschen hin und haben nach dem Krieg gemeint, Gleiches mit Gleichem vergelten zu müssen. Und das sage ich an der Stelle ganz deutlich. Genau das wollen wir nicht. Wir haben alle proklamiert,
Wir haben proklamiert, dass wir Preußen als Ganzes wiederhergestellt haben wollen mit der Hilfe Russlands, so wie Herr Schirinowski es gesagt hat, ohne, und das sage ich an dieser Stelle ganz deutlich, ohne dass die dort lebenden Menschen vertrieben werden. Das heißt im Umkehrschluss, dass wenn Preußen wieder vollständig hergestellt ist, dass dann natürlich auch die Polen mit ins Boot genommen werden müssen, in jeglicher Hinsicht. Die sollen ihre Sprache behalten, die sollen gar nicht germanisiert werden, die sollen ihre Kultur behalten. Ja? Wir brauchen die preußische Verfassung in Polnisch, die Verfassung von 1850, das versteht sich von selbst. Ja? Aber nicht nur auf Polnisch, auch in allen Sprachen der Gebiete, die in den preußischen Ostgebieten liegen. Ja, das heißt auf Polnisch, auf Russisch, auf Litauisch, meinetwegen auch auf Kaschubisch, soll mir auch recht sein. Und die Polen müssen wir da mit ins Boot nehmen. Und ich werde euch auch gleich anhand von ein paar Bildern zeigen, dass die Polen wunderbare Arbeit bei der Restaurierung der Städte gemacht haben. Jeder, der schon mal in Schlesien oder in der anderen Ostprovinz war, wird das bestätigen können. Gerade die Großstädte, die früheren Provinzhauptstädte sind quasi so gut wie naturgetreu wieder aufgebaut worden. Also das ist hervorragende Arbeit, die die Polen da geleistet haben. Und das muss man einfach nahtlos anerkennen. Auf dem Foto hier sehen wir Breslau aus dem Jahr 1945. Breslau ist die Hauptstadt der preußischen Provinz Schlesien gewesen, beziehungsweise auch nach der Teilung in der Weimarer Zeit die Hauptstadt der Provinz Niederschlesien. Und in Breslau fand ein Endkampf im Zweiten Weltkrieg statt. Also die Schlacht um Breslau, die lief noch, nachdem Berlin bereits kapituliert hatte. Ja, also viele denken immer, dass mit der Niederlage der Wehrmacht in Berlin, dass damit der Zweite Weltkrieg zu Ende war. Das ist nicht ganz richtig. Es wurde noch an verschiedenen anderen Kriegsschauplätzen bis letzten Endes die Wehrmacht am 8. Mai kapituliert hat, 1945 wurde noch weiter gekämpft und Breslau war eine der Städte und diese Stadt, und das kann ich euch sagen, ja, die war massivst umkämpft. Die Nazis hatten Breslau zur Festung erklärt. Das heißt, es kam niemand mehr rein, es kam niemand mehr raus, ja, und die Stadt wurde im Vorfeld so präpariert, dass es quasi nur noch um diesen Endkampf ging. Ja, das heißt, es wurden von den Nazis dort massivst Gebäude gesprengt, dass die Artillerie, dass die Flak freies Schussfeld hatte. Man kann sich das nicht vorstellen. Es fand ein ganz massivster Häuserkampf statt, bei dem wirklich hinterher kein Stein mehr auf dem anderen stand. Und wie ich bereits gerade gesagt habe, ist das eine der Städte gewesen, die von den Polen wieder wunderbar restauriert worden ist, wunderbar aufgebaut worden ist, so wie die Stadt vor dem Krieg, vor dem Nazi-Regime ausgesehen hat. Kommen jetzt ein paar Bilder. Ich fange mal hier mit der Jahrhunderthalle an. Das ist ein riesiges Gebäude, das ist so ein, ja, das ist so ein Kulturzentrum, sage ich mal. Da finden in der Regel Musikveranstaltungen statt, da können aber auch Messeveranstaltungen stattfinden, da können Sportveranstaltungen stattfinden. Das Ding ist riesig, ist natürlich auch eine Sehenswürdigkeit der Stadt,
wenn man da hinkommt. Also auf alle Fälle mal die Jahrhunderthalle besuchen. Dann haben wir hier den Breslauer Bahnhof. Und da fällt gleich auf, da sticht sofort ins Auge diese zwei Türmchen vorm Haupteingang. Ja. Hier nochmal ein anderes Bild vom Breslauer Bahnhof. Da sieht man es auch ganz deutlich. Das ist wie gesagt vorne der Haupteingang und davor ist auch der Vorplatz zu sehen. Ein bisschen Grünfläche. Und diese zwei Türmchen, von denen ich da gerade gesprochen habe, das ist alles und das ist nicht nur, das sind nicht nur diese Türme, das ist die ganze Außenfassade des Bahnhofs. Die ist so ein bisschen in so einem orientalisch-maurischen Stil gehalten. Ja. Und auch da muss ich sagen, das ist nichts, was die Polen jetzt neu erfunden haben. Ihr könnt euch gerne mal historische Bilder vom Breslauer Hauptbahnhof anschauen. Ich muss dazu sagen, es gab in Breslau aber noch mehr große Bahnhöfe, nicht nur den einen. Und der Bahnhof, der ist wirklich schon immer, ja, also auch zu preußischen Zeiten sah der schon so aus in diesem maurischen Stil mit diesen zwei Türmchen da am Haupteingang. Ja, dann haben wir hier noch ein Bild, wo man über die Stadt mal drüber blickt. Ja, so über den Rathausplatz, das ist das alte Rathaus, Marktplatz. Man muss dazu sagen, dass Breslau eine unwahrscheinlich große Stadt ist. Breslau hatte bereits vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs so viele Einwohner, also ungefähr in etwa so viele Einwohner wie Frankfurt am Main. Das ist in etwa auch die Größe, die es heute wieder hat. Und Breslau ist auch eine Stadt, bei der die Oder sehr viele Arme hat. Also es gibt unwahrscheinlich viele Brücken in Breslau. Das sehen wir auf dem Bild beispielsweise. Da fließt die Oder durch. Es gibt, wie man hier sehen kann, kleine Inselchen, auch ein paar Halbinsel. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es in Breslau sehr viele Arme der Oder gibt, über die zahlreiche Brücken gehen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Auf den Bildern kommt das gar nicht so zur Geltung. Hier haben wir zum Beispiel nochmal eine Nahaufnahme vom Marktplatz mit diesen vielen bunten Häusern. Das ist, meine ich, ein barocker Baustil. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich kenne mich mit diesen Baustilen nicht so gut aus. Aber das ist interessanterweise ein Baustil, den sehen wir in Schlesien sehr häufig. Ja, nicht nur in Breslau. Es ist sehr, sehr schön. Ich habe hier noch ein Foto vom alten Rathaus. Ja, auch das ist naturgetreu wieder so aufgebaut worden, wie es vor dem Zweiten Weltkrieg ausgesehen hat. Also man muss wirklich sagen, die Polen sind wirklich ganz, ganz tolle Restauratoren. Das muss man neidlos anerkennen. Das hier ist auch ein kleines schlesisches Städtchen, liegt ziemlich im Westen von Schlesien, hat den Namen Bunzlau. Bunzlau ist nur eine sehr kleine Stadt. Hier haben wir auch wieder einen ähnlichen Häuserstil wie in Breslau auf dem Marktplatz. Ich erwähne Bunzlau aber deswegen, weil Bunzlau sehr bekannte Keramikwerke hat. Das ist so ein typisches Keramikgeschäft in Bunzlau. Ich bin da auch schon gewesen und also man glaubt es nicht, da ist ein Keramikladen am nächsten. Ja. Das hier ist so ein typisches Keramikgeschäft, wie es in Bunzlau weiß nicht, wie viele gibt, also es sind etliche. Hat mir da auch mal so eine Keramiktasse gekauft, hat eine sehr gute Qualität. Das ist ein sehr massives Keramik, ja. Und ja, optisch, es kann einem gefallen oder nicht. Jedenfalls, es ist ein kleines Städtchen, was eben für diese vielen Keramikwerke bekannt ist. Was wir auf dem Bild hier jetzt sehen, ist die Altstadtbrücke von Görlitz. Das ist deswegen ein sehr bedeutungsvolles Bild, denn Görlitz genießt da auch eine gewisse Sonderstellung. Denn Görlitz ist eine zweigeteilte Stadt. Es ist einmal eine Stadt, die zur BRD gehört, beziehungsweise zum heutigen
Freistaat Sachsen. Und dadurch, dass durch Görlitz die Oder fließt und die Gebiete, die von Preußen abgetreten worden sind, da hat ja die Oder, beziehungsweise die Oder und die Neiße waren ja der Grenzfluss, deswegen wurde der Osten der Stadt Görlitz dem polnischen Staat zugesprochen. Und das ist das heutige Skorzelec. Ja? Und diese Brücke, die wir da sehen, die über die Oder geht, verbindet den deutschen Teil Görlitz mit dem polnischen Teil Skorzelec. Und Görlitz, oder besser gesagt, diese Region Görlitz-Skorzelec, die ist, wenn ich mich richtig erinnere, von der EU, von der Firma EU, als eine sogenannte Europaregion ausgewiesen worden, weil das eben hier eine Situation ist, wo wir eine Stadt haben, die zu zwei verschiedenen Ländern gehört. Ist keine recht große Stadt, aber das ist natürlich erwähnenswert, dass wir da diese Sondersituation haben. Ja, das ist nochmal jetzt ein Foto von Opeln. Das ist auch eine sehr große Stadt im Osten Schlesiens, also in Oberschlesien. Ist auch eine sehr schöne Stadt. Opeln ist eine Stadt, die unwahrscheinlich viele Kirchen hat. Ja, also wer ein Freund von Kirchen ist, von kirchlicher Architektur, dem würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, nach Opeln zu gehen. Was es in Schlesien natürlich auch gab, wie in den meisten oder eigentlich in allen anderen Provinzen oder auch anderen deutschsprachigen Staaten, waren spezifische Heimattrachten. Das ist jetzt ein Beispiel für eine Heimattracht aus Niederschlesien. Es gab aber auch natürlich noch andere. Ja, je nach Stadt und je nach Region, ob de aus der Gebirgsregion warst, eher aus dem Flachland warst oder aus dem polnischsprachigen Bereich in Oberschlesien, waren da auch noch mal unterschiedliche Trachtenmoden vorhanden. Da habe ich jetzt das Bild. Es ist jetzt nur ein Beispiel für eine schlesische Tracht. Es ist es im Prinzip jetzt schon gewesen. Thematisch sind wir durch. Das Video ist länger geworden, als ich eigentlich dachte. Und das, obwohl wir manche Dinge nur angerissen haben. Das Video hätte 10 Stunden werden können, ja, wenn ich zu allem was ausführlich gesagt hätte. Ich empfehle euch aber an der Stelle, wenn euch das Thema interessiert, recherchiert, lest euch Artikel im Internet durch, kauft euch Bücher. Es ist kein Fehler. Schlesien ist ein sehr schönes Land. Da gibt es überhaupt nichts, egal wo ihr da hinkommt. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ob ihr eine Städte-Rundreise macht, ob ihr ins Riesengebirge wollt, man kann es nur empfehlen. Ja, was nehmen wir noch mit? Wie ich eingangs ja gesagt habe, geraten diese Gebiete immer mehr in Vergessenheit. Ja? Wenn man vom Osten spricht, da denken die meisten Menschen sofort an die Gebiete der ehemaligen DDR, was natürlich völliger Blödsinn ist. Ja? Es ist mir einfach wichtig, gerade vor dem Hintergrund, dass unser Ziel die Wiederherstellung von Preußen ist, dass die Ostgebiete den Menschen ins Bewusstsein gerufen werden und somit auch Schlesien. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Gebiete eine preußische Tradition haben. Natürlich haben die auch eine polnische, das ist doch ganz klar. Und deshalb ist es, ich sag's nochmal, ganz, ganz wichtig, dass wir die Polen bei der Gestaltung von Preußen mit ins Boot nehmen, weil diese Gebiete, ja, die Gebiete jenseits von Oder und Neiße, die preußischen Ostprovinzen, stellen einen Großteil unseres Landes dar. Und ich sag's nochmal, wir haben proklamiert,
dass die Menschen in den betroffenen Gebieten nicht vertrieben werden sollen. Behalte das immer in eurem Bewusstsein. Wir wollen auf gar keinen Fall wieder ein Unrecht wie zu Zeiten des Deutschen Reiches oder wie zu Zeiten von nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen menschlich sein. Wir haben das Menschsein proklamiert. Wir wollen Gleiches nicht mit Gleichem vergelten. Wir wollen eine menschliche Welt. Wir wollen ein menschliches Preußen. Uns ist ganz einfach wichtig, wir wollen raus aus dem Handelsrecht hinein ins Staats- und Völkerrecht. Und dazu gehört Menschlichkeit, Menschsein. Es werden noch weitere Videos folgen zu den anderen Provinzen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.